Der Mai steht im Zeichen der Europawahl. Wir haben uns in Oldenburger Innenstadt umgehört, was die Menschen über Europa denken, welche Themen wichtig sind und wie sie zur Europawahl stehen. Was bedeutet Ihnen Europa? Bedeutet mir in der jetzigen Form sehr viel. Und ich würde vieles dafür geben, dass es so erhalten bleibt. Gemeinsam, mit allen Menschen zusammen leben, in Frieden. Persönlich komme ich aus dem Dreiländereck und im Zuge der europäischen Freiheit ist das herrlich. Europa bedeutet für mich einfach Gemeinschaft hier, wo wir alle auch zusammen aufwachsen. Ich glaube auch gerade jetzt auch Oldenburg zeigt auch, dass hier sehr viel Vielfalt auf jeden Fall vorhanden ist. Das ist gut, dass die Grenzen zwischen den Ländern aufgehoben werden. Ich finde, das garantiert auch ein Stück Frieden, wenn ich daran denke, was in den Weltkriegen los gewesen ist, dass wir jetzt mit den Franzosen und Engländern Freundschaft schließen können und dass die Menschen alle näher zueinander kommen. Eigentlich sehr viel, und ich finde es sehr traurig, dass inzwischen so viel Rechtsdruck wieder herrscht und dass viele meinen, wieder nationalistisch denken zu müssen. Für mich ist Europa Zusammenhalt und Engagement, und ich glaube, es geht halt darum, dass viele verschiedene Länder miteinander agieren und füreinander da sind. Sehr viel. Die Grundlage des jetzigen Lebens und des zukünftigen Lebens. Europa bedeutet für mich eine Gemeinschaft, eine Zugehörigkeit mit gleichen Werten und gemeinsam durch die Zukunft zu gehen. Ich finde Europa gut, es bedeutet mir sehr viel und ich fühle mich als Europäerin. Europa ist eigentlich eine sehr gute Gemeinschaft, wenn sie funktioniert. Es ist meine Heimat, ich lebe in Europa und ich reise gerne durch Europa. Europa bedeutet mir viel, weil ich ja eine Europäerin bin. Und ich finde es überhaupt nicht gut, dass die Engländer austreten wollen. Europa bedeutet mir in erster Linie Friedenssicherung. Und ich kenne in dem Zusammenhang auch kein erfolgreicheres Projekt in der gesamten Menschheitsgeschichte. Welche Themen müssen europäisch gelöst werden? Oh ja, auf jeden Fall überhaupt die Zusammenarbeit zwischen den Ländern, die Kommunikation, auch die ganze Flüchtlingspolitik, dass die Länder einfach auch mehr miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Einmal das Zusammenleben grundsätzlich und die Freiheit der Grenzen, und vor allem muss die Vielfalt erhalten bleiben. Auf alle Fälle die Themen, die sich um unser Klima, unsere Klimaregelung handeln, dann die Umwelt insgesamt, dann letztendlich den Angleich der einzelnen Völker, dass sie sich mehr verstehen. Ich glaube, die Politik, die muss als erstes ran, damit die Kleinen unten auch was dran tun können. Dass die Arbeitsplätze auch frei sind und ohne bürokratische Hindernisse. Asylfragen, Flüchtlingssachen, Währung, auch der Brexit ist einfach so ein Ding, was, glaube ich, echt wichtig ist und wo nochmal viele Fragen offen sind und wo ganz Europa nochmal mit dran muss. Voraussetzung ist, glaube ich, dass sich die europäischen Länder untereinander erstmal einig werden. Die ganzen Migrationsfragen, dann aber auch die sozialen Regelungen, was Arbeit betrifft und Lohn, und natürlich auch die ganzen Umweltgeschichten. Wirtschaftlich, und dass man auch vielleicht sich mehr für Frieden einsetzt, weltweit, dass man da vielleicht mehr eingeht und dass man sich auch unabhängig macht von Amerika und anderen Ländern. Klimaschutz ist ganz wichtig und Artenschutz. Umweltschutzthemen, die Möglichkeit einer nachhaltigen Ökologisierung der Ökonomie, der Friedenssicherung auch im Innern zu sorgen, Migrationspolitik. Dass einige Länder sich nicht mehr so unsolidarisch gegenüber der Immigration zum Beispiel verhalten, wie Ungarn und so weiter und so fort. Ja, ich finde diese Umweltthemen unbedingt und die ganze Flüchtlingsproblematik. Wie stehen Sie zur Europawahl am 26. Mai? Was könnte diese Wahl bewirken? Hoffentlich bewirkt sie viel, weil genügend Menschen hingehen. Also ich gehe auf alle Fälle hin. Also ich gehe auf jeden Fall wählen. Ich gehe auf jeden Fall wählen, weil wir leben in einem vereinten und freien Europa. Oh ja, also ich habe nur auf dem Plan, dass
das auf jeden Fall weit verbreitet werden soll, dass vor allem auch die Jugend dran denkt, wählen zu gehen, auch an Freunde und Bekannte weiterzubringen, dass sie auf jeden Fall alle wählen gehen. Ich glaube, diese Europawahl diesmal ist sehr wichtig, eben weil dieser Rechtsdruck herrscht. Ja, ich finde es wichtig, dass viele Menschen daran teilnehmen, an dieser Wahl. Ich habe mir da noch keinen Gedanken gemacht, dazu kann ich nichts sagen. Ich hoffe, dass die Wahl bewirkt, dass viele Leute sich für Europa und für Leute, die sich auch wirklich für Europa einsetzen, entscheiden. Die Wahl könnte ein klares Zeichen setzen, was unsere europäischen Mitbürger insgesamt für Meinungen vertreten. Ich werde da auf jeden Fall hingehen und werde wählen und ich hoffe, dass Europa näher zusammenrückt. Ich gehe wählen, aber das muss man schauen, was dabei rauskommt. Für die Europawahl hoffe ich mir eigentlich, weil ich von den Parteien eher selber enttäuscht werde. Ich werde trotzdem hingehen und wähle so eine